Ja, vielen Dank, Christine. Eine Sportmoderatorin kann der japanische Roboter Ashimo nicht ersetzen, noch nicht ersetzen. Aber er hat kräftig dazugelernt. Seit der letzten Version aus dem Jahr 2005 bewegt sich Ashimo viel flüssiger, fast schon natürlich. Er kann rennen, auf einem Bein hüpfen und sogar eine Thermoskanne öffnen und Getränke einschenken. Und das wollten wir ihm eigentlich jetzt alles gerne zeigen. Hier ist er, Ashimo. Die Finger kann er sogar einzeln bewegen und er erkennt Stimmen und Gesichter. Ja, das hätten wir gerne Ihnen schöner gezeigt. Entschuldigen Sie diese kleine Panne.